In 110 Metern startet dieses Video für Sie ein Flug über Cape Call. Sie sehen, hier sind einige Grundstücke noch unbebaut und genau darum geht es in diesem Video. Es geht darum, welchen Nutzen kann man daraus ziehen, dass sich Stück für Stück das Land sich füllt. Ja, genau. Und wir fliegen hier über Land, was in einem Artikel, ich hole ihn mal für Sie rein, vollkommen unspektakulär aussieht. Es handelt sich um dieses Grundstück. Dieses Grundstück ist aktuell zum Verkauf, wird vielleicht schneller verkauft sein, als dieses Video 1000 Aufrufe bekommen hat. Werden wir sehen. Aber wie Sie eben schon gesehen haben im Video, es ist ja nicht das einzige und nicht das letzte Grundstück. Aber warum kann es Sinn machen, dass man sich hier für Grundstücke interessiert, gerade in einer Umgebung? Wir starten wieder den Überflug, wo noch so viele Grundstücke unbebaut frei sind. Die Erklärung ist sehr einfach. Florida entwickelt sich Stück für Stück. Es ist mittlerweile der drittbevölkerungsreichste Bundesstaat von ganz USA, also von 50 Bundesstaaten. Und es wird immer mehr. Es wird mehr Land erschlossen, mehr Leute ziehen hin. Und was wir hier haben, ist schon eine gewachsene Stadt. Allerdings ein Stadtteil, der bisher nicht an die Wasser- und Stadtwasserversorgung angeschlossen war. Das jetzt aber wurde. Und deswegen, wir werden es gleich sehen, mit dem Blick fängt an, der Hausbau. Ja, das ist noch eine Rohaufnahme. Wir werden noch in den nächsten 6 Minuten hier etwas hin und her fliegen und werden auch nochmal Häuser sehen, die gerade angefangen haben zu bauen. Da haben letztes Jahr einige von unseren Followern, Investoren, Grundstücke erworben und sind sehr, sehr froh und dankbar über diese Entwicklung. Das Grundstück ist jetzt vielleicht für Sie nicht mehr interessant, um was es geht, ist dieses hier, was aktuell zum Verkauf steht, wird bald weg sein. Aber es besteht ja die Möglichkeit, Sie sehen es, es sind freie Grundstücke da, weitere zu erwerben. Die Besonderheit jetzt, was den Wasseranschluss halt betrifft, ist, dass so wie in Deutschland die Kosten umgelegt werden auf den Grundstücksinhaber und der die dann in den nächsten 10 Jahren in Raten abzahlen kann. Das hat natürlich Auswirkungen auf den Preis von den Grundstücken. Also diese Grundstücke, die Sie jetzt hier sehen, sind etwas günstiger als Grundstücke, wo das mit dem Wasser schon alles erledigt ist. Das hat einen entscheidenden Vorteil. Sie können jetzt zu relativ günstigen Preisen ein Grundstück kaufen und zahlen die nächsten 10 Jahren es quasi in Raten ab. In dem Artikel, jetzt stoppe ich mal kurz dieses Video, vielleicht möchten Sie unter den Artikel gehen, den werde ich unter das Video nämlich verlinken, ist das mal genau erklärt, wie das funktioniert. Sie sehen auch die Lage in der Stadt, das ist jetzt nicht irgendwo ganz weit außerhalb, sondern wir haben in der Stadt hier 200.000 Einwohner, auf 400.000 ist sie geplant, ja, deswegen ja auch noch diese freien Gebiete hier, also hier ist es etwas dünner, hier ist das schon relativ stark besiedelt. Hier sehen wir auch mit dem Wasser. Hier gab es vor 5 Jahren schon Wasser, dementsprechend doch auch viel mehr Häuser als hier, wo aktuell, also im Prinzip im letzten Quartal 2019, der Wasseranschluss gekommen ist. Und auch zu den Grundstückspreisen sieht man, dass man hier gut und gerne einem Durchschnittspreis von 28.000 Dollar ein Grundstück erwerben kann. Ja? Und hat dann nochmal so ungefähr 20.000 Dollar an die Anschlussgebühren über die nächsten 10 Jahre zu bezahlen. Und wenn man sich das anschaut, darunter an dem Feld findet man durchschnittlich ein Grundstück, wenn man noch eins findet, das sind drei derzeit im Angebot, für 45.000. Ja? Also die Möglichkeit, die man jetzt hat, wenn man möchte, ist in einem Gebiet einfach relativ günstig, ein Grundstück zu besorgen, zu kaufen und zahlt es erst in den nächsten Jahren, ob es jetzt je nach Inflationserwartung von Ihnen persönlich vielleicht eine recht interessante Idee. Vor allen Dingen, wenn man sich auch die Preise, wenn man sie mal auf den Quadratmeter runterrechnet, was das kostet, dann
lässt man die Anschlussgebühr weg, liegt man hier bei 25 € den Quadratmeter, bei $25. Das ist jetzt für Leute, die in Deutschland Land gekauft haben, Bauland, ja, ein Traum. Ja. Aber schauen wir uns, denn dieses Grundstück wird bald nicht mehr zu haben sein, schauen wir uns einfach noch ein bisschen die Gegend an, gehen wir wieder in das Video rein, noch ein paar Zusatzinformationen dann sozusagen zur Gegend. Hier in dem Bereich ist es hauptsächlich Einfamilienhaus gegen Single Family Home. Die Grundstücke haben bis auf solche Ecklagen relativ ähnliche Größe. Das sind 10.000 Square Feet, also umgerechnet 929 Quadratmeter, wo so ein Single Family Home raufpasst. Ja, man kann das Grundstück entweder nur halten als Anlagegrundstück. Baugrundstücke werden weniger in der Stadt, definitiv. Wenn man sieht, hier allein haben 6 Häuser jetzt im letzten halben Jahr angefangen zu bauen, also in den letzten Monaten. Jedes Haus, was angebaut wird, gebaut wird, gibt es dann halt wieder weniger an Grundstücken. Grundstück kostet natürlich Geld, bringt kein Geld. Wenn das ganze Geld bringen soll, dann kann man sich überlegen, ob man dort ein Einfamilienhaus zur Vermietung raufsetzt. Ich gehe mal davon aus, die Leute, die hier zuschauen, werden selbst nicht in Florida wohnen oder wohnen wollen dauerhaft. Ja. Wenn es zeitweise wohnen möchten, ist die Möglichkeit auch ein Ferienhaus. Ja. Wir sind in einer Region, in einer touristischen Region, wo sehr, sehr viele Ferienhäuser auch angeboten werden und auch eine Nachfrage dazu da ist. Ja. Man kann das Haus auch saisonmäßig, wochenweise, tageweise, monatsweise, in der Saison werden gute Häuser monatsweise vermietet, als Ferienhaus halt bauen und hat dann natürlich Einnahmen, kann sich ein passives Einkommen damit schaffen, ja, Cashflow. Eine Frage, die gern gestellt wird, ist, muss ich das alles bar zahlen? Grundstück, ja, Haus kann finanziert werden. Finanzierungsquote aktuell für Ausländer, so wie wir hier im deutschsprachigen Bereich für unsere Kunden da sein, liegt je nach Programm, welches auf sie denn passt, bei im Schnitt 70% Finanzierung. Also Träume können auch hier wahrgemacht werden mit Geld anderer Leute. Und was hier vielleicht Ihnen auffällt, das ist natürlich hier die Kanalgegend durch diese Stadt. Ist ein Kanalnetz gezogen von 640 Kilometer Wasserstraße. Wasserstraße, Sie können, wenn Sie wollen, mit einem Boot andere Grundstücke erreichen. Sie müssen nicht immer mit den Autos fahren. Einige Kanäle gehen auch bis aufs Meer rauf, andere sind im Stadtgebiet, in einem geschlossenen System. Sie sehen es auch von der Verkehrslage, einzelne Autos hier langfahren. Es ist jetzt genug Platz, man kann gut und gerne mit dem Auto fahren. Ja, es gibt auf den Hauptverkehrsstraßen, die haben wir jetzt hier nicht im Bild drin, natürlich auch mal Stau zu den Brücken, aber im Gegensatz zu einigen anderen Regionen, gerade an der Küste, an der Ostküste ist da die Verkehrslage eine ganz andere. Auch die Häuser sind ganz anders gebaut, wenn Sie jetzt hier in die Gärten reinblicken. Ja, Sie sehen es tatsächlich, hier ist Platz, man hat Abstand zu seinem Nachbarn, man hat gerne auch ein Pool. Ja, also gerade wenn Sie ein Ferienhaus planen als Investition, gehört ein Pool dazu, wenn man es halt auch außerhalb der Wintersaison halt vermieten möchte. Ja, wenn Sie einen Einheimischen vermieten möchten, der einfach halt darin wohnt, der sich ein Haus mietet, das ist gang und gäbe, ja, dann brauchen Sie auch keinen Pool, sparen sich das Geld sozusagen für den Pool. Also ein Ferienhaus zu bauen, dass es so attraktiv ist, dass Leute halt drin das mieten, ist etwas teurer als ein Haus, wie wir jetzt hier sehen, wo jetzt jemand einfach drin wohnt, ja. So, der Kameramann hat jetzt hier sehr rangefilmt, was genau das Haus ist, was quasi hier Nachbar ist von dem Grundstück, was aktuell im Angebot ist. Aber auch hier drüben wäre ein Grundstück kaufbar. Das hat einer von unseren Investoren zur Anlage gekauft. Der möchte aktuell kein Haus bauen. Er würde es auch wieder abgeben. Genauso könnten Sie auch sagen, komm, ich kaufe mir halt ein Grundstück erstmal zur Anlage, um vom Euro in einen Sachwert zu gehen, um später zu entscheiden, was passiert damit. Ja, und gerade wenn Sie jetzt hier so ein Grundstück am Kanal haben, am Wasser, das ist natürlich was ganz anderes, als wenn es irgendwo Wald- und Wiesengrundstück im Hinterland ist. Ja, wie Sie sind hier im Stadtgebiet, das ist Bauland. Die Stadt, die entwickelt sich. Es vergeht kein Tag, wo nicht ein Haus gebaut wird, kein Tag, wo keine Familie hier reinzieht. Es ist eine Region, die einfach Wachstum haben wird. Egal, wie gerade die Wirtschaft draußen aussieht, es gibt immer mehr Leute, die halt auch älter werden.
und gerne in den Süden ziehen, weil sie einfach ihr Leben schon viel gearbeitet haben, sich was aufgebaut haben und ja, einfach im Süden wohnen wollen. Ja, und dann kommt es darauf an, nicht jeder möchte ein Haus sich bauen. Ja, manche sind froh, wenn sie einfach dann ein Haus kaufen können, also wenn sie ein Haus halt gebaut haben und das dann hinter Grundstück mit Haus verkaufen, oder die einfach mieten wollen und sagen, wir wissen nicht, wie lange wir hier leben beispielsweise. Ja, wir mieten einfach mal ein Haus mal für 2, 3 Jahre, um da auch flexibel zu sein. Ja, Sie sehen, es ist eine Region, wo noch Platz ist. Deswegen auch verhältnismäßig günstig die Grundstücke. Wir sind natürlich auch in anderen Stadtgebieten, Stadtteilen unterwegs. Ja, wenn Sie sagen, meine Geldbörse ist etwas größer, möchte eigentlich in einem Gebiet sein, wo nicht noch so viel Platz ist, sondern wo einfach noch die Restlücken gefüllt werden oder wo es einfach so voll ist, dass man Häuser abreißen muss, um neue zu bauen, kommen Sie gerne auf uns zu. Sind wir auch tätig in diesen Bereichen, alles in dieser Stadt Cape Coral in Florida. Das sieht man auch, das war jetzt das Ende des Videos. Nochmal kurz den Begleitartikel rein. Den können Sie, wenn Sie mehr daran interessiert sind, an ja, den Fakten, ja, dazu ist der produziert worden, dazu ist er geschrieben worden. Sie finden auf diesem Portal auch noch genug weitere Fakten und Informationen. Und mehr für die emotionale Seele sind natürlich hier unsere Videos, wenn man sie einfach da ja, durchschauen kann. Ja, lassen Sie vielleicht ein Like da, wenn Ihnen das gefallen hat. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, kommen Sie gerne auf uns zu. Sie dürfen auch gerne den Kanal empfehlen oder abonnieren. Herzlichen Dank.